Versicherungsmathematik. Was ist das? Was macht man da? Was braucht man dafür? Diese Fragen möchte ich Ihnen in den folgenden Minuten kurz beantworten. Beginnen wir also mit der ersten Frage. Was ist denn eigentlich Versicherungsmathematik? Grob gesagt kann man die Versicherungsmathematik aufteilen in zwei Sparten. Da ist zum einen die Personenversicherungsmathematik. Hierunter fallen zum Beispiel die Krankenversicherungen, die Lebensversicherungen oder auch die Rentenversicherungen. Und zum anderen gibt es die sogenannte Schadenversicherungsmathematik oder auch Sachversicherungsmathematik. Hierunter fallen alle Versicherungstypen, bei denen Objekte versichert werden, also Autos in der Kfz-Versicherung, Ihr Hausrat, ein Gebäude in einer Versicherung gegen Sturmschäden und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt ein Studium der Mathematik und Wirtschaftsmathematik an der TU Dresden beginnen, würden Sie die Grundlagen beider Versicherungstypen im Bachelor drittes Jahr lernen, also in Ihrem fünften oder sechsten Semester. Für die Wirtschaftsmathematiker wäre das eine Pflichtveranstaltung, aber auch die Mathematiker können sich das anrechnen lassen. Gut, jetzt versuchen wir aber noch mal ein bisschen konkreter zu werden. Was macht man denn jetzt eigentlich in dieser Versicherungsmathematik? Um das ein bisschen zu erläutern, schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Nämlich ein grundlegendes Modell der Schadensversicherungsmathematik. Der Schadensversicherungsmathematik. So, dazu überlegen wir uns, wir möchten das Kapital einer Versicherung modellieren über der Zeit. Das heißt, ich male mir jetzt hier mal eine Zeitachse auf. Die beginnt zu einem Zeitpunkt, den nennen wir 0. Und auf der anderen Seite eine Achse für das Kapital unserer Versicherung. Dann können wir davon ausgehen, dass diese Versicherung zum Zeitpunkt 0 mit einem gewissen Kapital startet. So, was passiert jetzt? Die Versicherung hat Verträge abgeschlossen mit ihren Kunden und diese Verträge verpflichten die Kunden, Prämien zu zahlen. Das heißt, die Versicherung hat erst einmal Einnahmen. Die sehen vielleicht so aus. Und dann kommt der erste Schadensfall. Ein Kunde meldet sich, er hat einen Schaden zu melden. Die Versicherung muss einspringen und zahlt. Da fällt das Kapital dann wieder runter auf einen neuen Startwert und dann wird wieder eingenommen. Und dann kommt vielleicht der nächste Schaden. Der ist jetzt ein bisschen größer. Und es geht wieder weiter. Es dauert mal eine ganze Weile. Dann kommt ein ganz kleiner Schaden. Und so weiter und so fort. Und das kann jetzt eine ganze Weile so laufen. Und wenn es gut läuft, hat die Versicherung am Ende ein Plus. Aber es kann natürlich auch sein, dass über diese Zeit ein Moment eintritt, wo das Kapital negativ wird. Das haben wir jetzt hier. Und in diesem Fall sprechen wir dann von Ruin der Versicherung. So, was haben wir jetzt hier gesehen? Wir haben jetzt hier also jeweils so Teile mit linearem Wachstum, wenn die Prämienzahlungen reinkommen, aber kein Schaden auszuzahlen ist. Auf der anderen Seite haben wir hier diese Schadenhöhen und die werden typischerweise als zufällig angenommen, also zufällige Schäden. Und dann haben wir noch etwas, was zufällig ist, nämlich diese Zeitpunkte, wenn diese Schäden auftreten. Nehmen wir jetzt mal T1, T2. Hier wäre dann so ein T3.
Also zufällige Zeitpunkte. So, und wenn man jetzt dieses Modell gut spezifiziert, also die richtigen Annahmen macht an diese Schadenhöhen, die zufällig sind, an die Zeitpunkte, die zufällig sind, an das lineare Wachstum durch die Prämien, dann nennt man das Modell Cramer-Lundberg-Modell. Das geht nämlich zurück auf zwei schwedische Aktuare. Lundberg, der bereits 1903 dazu veröffentlicht hat, und Cramer, der in den 1930ern dazu gearbeitet hat. Und unter geeigneten Annahmen an Schäden, Zeitpunkte, Wachstum kann man jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass es zum Ruin kommt. Man kann auch etwas darüber sagen, wann in etwa der Ruin auftritt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Man kann aber auch etwas darüber sagen, wie groß der Verlust im Zeitpunkt des Ruins ist, also diese Größe hier. Wie viel Verlust mache ich denn, wenn ich schon ruiniert bin? Und so weiter und so fort. All dies und noch viel mehr dazu würden Sie an der TU Dresden im Masterstudium, erstes Jahr, wiederum in den Studiengängen Mathe und Wirtschaftsmathe lernen können. Gut, jetzt können Sie sagen, das ist ja alles ganz schön, aber wenn das Modell von 1903 ist oder 1930, dann ist das doch bestimmt alles sowieso schon verstanden und dann lernt man eben die Formeln, die es dazu gibt und fertig. Ist das denn überhaupt noch irgendwie aktuell? Aber tatsächlich ist es das, denn auch heute noch werden moderne Varianten von dem obigen Modell studiert und untersucht. Und was heißt jetzt moderne Varianten? Na, so moderne Varianten könnten zum Beispiel Erweiterungen betrachten, indem vielleicht nicht nur ein Versicherer betrachtet wird, sondern mehrere abhängige Versicherer. Das heißt, Sie hätten jetzt zum Beispiel einen Fall, wo Sie einen, wir haben jetzt einen kleinen Versicherer, das mag jetzt vielleicht eine, denken Sie an eine Kfz-Versicherung, die hat viele, viele Kunden, also viele Schäden, die aber typischerweise eher klein sind. Also das wäre jetzt vielleicht dann so ein Prozess. Und dann kommt irgendwann ein Tag, an dem tatsächlich mal ein Großschaden entsteht. Und dieser Großschaden ist so groß, dass er jetzt vielleicht sogar zum Ruin führen würde. Aber glücklicherweise hat die Kfz-Versicherung eine Rückversicherung abgeschlossen und muss tatsächlich nur einen gewissen Anteil von diesem Großschaden zahlen, der das Unternehmen dann vor dem Ruin bewahrt. So, das heißt aber, es gibt dann einen zweiten Versicherer, den machen wir jetzt hier mal in Blau, den Rückversicherer, der auch die ganze Zeit Prämien einnimmt und dann eben diesen einen Schaden hier den Rest übernehmen muss, bevor es dann hier weitergeht. Durch dieses Betrachten von zwei verschiedenen Versicherern, die aber eben von denselben Schäden betroffen sind, wird das Modell oben, das oben beschriebene Modell, ungleich schwieriger, sodass auch dieses also immer noch zu studieren ist oder studiert wird aktuell. Eine andere Variante ist, dass man zum Beispiel die sehr realistische Annahme trifft, dass die Versicherung ihr Kapital nicht einfach in den Sparstrumpf steckt, sondern am Finanzmarkt anlegt. Das heißt, wir bekämen eine Abhängigkeit vom Finanzmarkt hinein.
Und dann sieht so ein sogenannter Risikoprozess auch wieder anders aus. Man startet mit einem gewissen Kapital, man bekommt Prämien, aber weil dieses Kapital jetzt angelegt wird, zumindest teilweise am Finanzmarkt, haben wir jetzt hier schon so Schwankungen drin, dann kommt vielleicht ein Schaden und dann geht es wieder weiter, aber wiederum mit Schwankungen, je nachdem, wie sich gerade der Finanzmarkt entwickelt hat. Und dann kann es eben sein, dass das Kapital schrumpft, obwohl gar kein Schaden entstanden ist. Und auch das macht das Modell deutlich komplizierter, sodass es immer noch nicht komplett verstanden ist. Derartige Varianten gibt es noch viele weitere. Also es ist möglich, sogenannte Regimewechsel mit einzubauen. Also es gibt, angenommen, es gibt Zeiten, in denen tauchen viele Schäden auf und Zeiten, in denen tauchen weniger Schäden auf. Oder es gibt Zeiten, in denen der Finanzmarkt sich besonders gut entwickelt und Zeiten, sogenannte Krisenzeiten, in denen er sich eben schlecht entwickelt. Das kann man mit einbauen. Man kann sich überlegen, dass kurzfristiger Ruin vielleicht gar nicht so schlimm ist und den Ruin für eine gewisse Zeit erlauben, bis dann tatsächlich Insolvenz eintritt und so weiter und so fort. Wie Sie sehen, es gibt also noch viel Bedarf. Wir sind immer noch voll in der Forschung drin. Aber wenn Sie jetzt Versicherungsmathematik machen wollen, was brauchen Sie denn dafür? Ich habe ja jetzt gesagt, diese Vorlesungen zur Versicherungsmathematik kommen im Bachelor drittes Jahr und im Master erstes Jahr. Was machen wir denn bis dahin? Also, um die Versicherungsmathematik zu verstehen, braucht man offensichtlich ein Verständnis von zufälligen Modellierungen, also sprich von der Stochastik. Das heißt also einmal die Wahrscheinlichkeitstheorie, mit der Modelle wie die obigen beschrieben werden können und mit der man dann Eigenschaften dieser Modelle berechnen kann oder nachprüfen kann. Und zum anderen braucht es die Statistik, um die Ergebnisse zu validieren, um es an Daten anzupassen und den Modellen überhaupt ihre Grundlage zu geben. Und wiederum, um die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Statistik zu verstehen, brauchen Sie ganz sicher die Analysis. Sie brauchen die Maßtheorie. Sie brauchen Kombinatorik. Etwas Algebra. Und damit im Wesentlichen den Stoff des Bachelorstudiums der ersten 2 Jahre. Wenn es dann in die Praxis gehen soll, dann sind sicherlich auch Kenntnisse in Numerik und Optimierung von Vorteil. Denn je komplizierter die Modelle sind, desto komplizierter auch deren Berechnung. Und so, da wird dann auch viel simuliert heutzutage, sodass man also auch um Numerik nicht ganz herumkommt. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich Ihr Interesse ein bisschen geweckt habe. Und wenn Sie dann also interessiert sind, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrem Studium der Mathematik oder Wirtschaftsmathematik an der TU Dresden und freue mich auf Sie in den ersten Vorlesungen zur Versicherungsmathematik.